Florian Happel, Vorsitzender der Heilener Feuerwehr, und die Lena Windels, die Jugendwartin. Heute großer Tag hier in Heiner. Florian? Ja, ein großer Tag. Wir haben lange darauf vorbereitet. Über ein halbes Jahr Planung steckt jetzt in dem Fest. Und wir hoffen, dass der Tag genauso weitergeht, wie es jetzt aktuell läuft. Ja, Lena Windels, der Florian Happel hat vorhin gesagt, das hat man nicht im stillen Kämmerlein gemacht, sondern man hat auch die Jugendfeuerwehr mit eingebunden in die Organisation. Genau. Wir haben ein Planungsteam gemacht für das Fest, haben auch einige Kinder gefragt, ob die mithelfen. Die helfen nachher auch bei der Betreuung vom Kindernachmittag, schminken die Kinder. Die haben sich da sehr engagiert und auch bei den Vorbereitungen beim Aufbau geholfen. Jetzt habt ihr eine ziemlich starke Jugendfeuerwehr mit einem hohen weiblichen Anteil. Genau. Bleiben die in der Regel auch dann dabei und gehen in die Einsatzabteilung? Genau, die letzten Jahre hatten wir so 2 bis 4 Personen, die in die Einsatzabteilung gewechselt sind. Und wir haben auch dieses Jahr schon 2, die in die Einsatzabteilung wechseln wollen und dieses Jahr ihren Grundlehrgang machen. Ja, Florian, wir stehen hier gerade vor The Hall of Fame. Ja. Die Wand, ich habe sie vorhin schon mal aufgenommen, ist doch eine lange Geschichte, wenn man das mal so guckt. 50 Jahre, viele kennt man persönlich, und wenn man die so heute sieht, dann wo ist die Zeit geblieben? Ne? Genau. Ja, wir haben jetzt hier eine Fotowand aufgebaut, da blicken wir auf die Jahre zurück, der Jugendfeuerwehr von 1973 bis heute. Wir haben viele alte Aufnahmen, aber auch ein paar neuere Aufnahmen gefunden, die wir halt heute den Gästen hier von unserem Fest zeigen möchten. Wenn man mal so die Uniformen von 40, 50 Jahren sieht, ja, Lena Windels lacht. Das waren eher so paramilitärische Uniformen, Arbeitsanzüge, heute wesentlich effektiver. Genau, früher waren es halt wirklich einfach Overalls, die sie sich angezogen haben. Mittlerweile haben die ja Latzhosen plus Jacke. Ja, aber die Wettkämpfe selber und die Gerätschaften für die Wettkämpfe der Jugendfeuerwehr haben sich eigentlich nicht geändert. Nein. Es wird das verlangt, was man später als Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann, ja, zumindest im Schlaf beherrschen sollte, die Grundvoraussetzung. Genau, das ist ja ein Löschangriff, den die durchführen im A-Teil. Und das ist auch das, was man in der Einsatzabteilung braucht. Ja, wie geht's weiter mit der Jugendfeuerwehr? Man ruht sich ja nicht aus, man versucht ja weiter Mitglieder zu bekommen. Genau, wir hoffen natürlich, dass wir heute durch die Veranstaltung, gerade durch den Kindernachmittag, noch ein paar Mitglieder gewinnen können. Wir machen ja Brandschutzerziehung im Kindergarten und in der Schule, bringen den somit die Jugendfeuerwehr schon mal näher. Und gerade auch auf den anderen Veranstaltungen wie Dorfabend oder Osterfeuer haben wir geguckt, dass wir ein bisschen was für die Kinder machen, dass wir Stockbrot oder ähnliches da haben. Florian, bei 17 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr, da muss man nicht alle in den Ortsteilen wildern gehen.
Also wir haben Gott sei Dank in Haina das Glück, dass die Feuerwehr und auch die Jugendfeuerwehr ein hohes Ansehen hat. Und ich glaube, die Zukunft der Feuerwehr in Haina ist auf jeden Fall gesichert. Wenn man mal so das ländliche Leben, unser ländliches Leben sieht, und wir leben alle gerne auf dem Land und wir wollen auch hier bleiben oder sind zurückgekommen, ohne Feuerwehren, da geht es ja nicht nur um Retten, Löschen, Bergen, sondern Feuerwehren machen ja in den Orten viel mehr. Sie sind oft auch Träger der dörflichen Kultur, Feste, Umweltaktionen und vieles mehr. Das ist wichtig für die Dörfer und für den sozialen Zusammenhalt. Genau, gerade jetzt in Haina zum Beispiel, wir haben aktiv nur noch den Sportverein und die Feuerwehr, die große Veranstaltungen machen und den VDK. Und wir als Feuerwehr, wir machen jedes Jahr ein Fest, entweder die Kirmes, jetzt dieses Jahr das Jubiläumsfest, nächstes Jahr haben wir das nächste Jubiläum. Es wird gut angenommen, aber wir wollen halt jetzt in Zukunft die Feste ein bisschen umstrukturieren, mehr für die Kinder anbieten, ein bisschen neueres Programm, das Ganze ein bisschen aufpeppen, damit halt eben die Leute wieder zu unseren Festen in hoffentlich großer Anzahl kommen. Jetzt macht die Jugendfeuerwehr regelmäßige Übungen, aber nicht nur. Die Jugendlichen sollen auch Spaß dabei haben. Genau, die sollen auch Spaß haben. Jetzt zur Wettbewerbsvorbereitung üben wir natürlich nur für den Wettbewerb, aber letztes Jahr waren wir zum Beispiel im Moviepark, haben mal ein THVU gemacht. Ausflüge verschiedene. Genau, Weihnachtsfeier, Halloween-Party. Nächste große Herausforderung für die Jugendfeuerwehr steht an, das Zeltlager in Odershausen. Genau, am 30.06. geht es nach Odershausen, am 1.07. sind dann die Kreismeisterschaften. Da freut sich hier die Jugendwarte drauf. Da freuen wir uns drauf, natürlich. Zeltlager ist immer noch mal so ein besonderer Anlass. Ja, vielen Dank. Danke. Jetzt der Handschuh mal. Handschuh! Irgendein Druck, der einheitlich ist, zufällig. Ja, und es ist auch nochmal, wie ihr vielleicht festgestellt habt, ihr werdet uns Richter anders vielleicht gewohnt sein. Also hat jeder seinen persönlichen. Wir haben 2:1 Betreuung, also 2 Wertungsrichter für jeden Druck. Wasserentnahme, offenes Wasserentnahme, Unterflöhe dran. Verteiler an die markierte Stelle. Angriffsdruck zur Brandbekämpfung. Zu dem linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor, C-Leitung selbst verlegen. Angriffsdruck zur Brandbekämpfung. Erstes Wort zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor, C-Leitung selbst verlegen. Ja. Verstanden!
Spaß am Abend! Jens Hausen-Grün. Auf Platz 9 mit 1347 Punkten gegen Haus 1. Und wir kommen jetzt zu einer Mannschaft, die auch aus der Konkurrenz gestartet ist. Das bedeutet einfach, da sind so viele Doppelstarter drin. Und wer jetzt eigentlich als nächstes kommt, das ist mit 1350 Punkten Roda 2. Wir kommen jetzt zu Platz 8 und ab Platz 8 gibt es auch Pokale. Das heißt, da können auch gerne zwei Leute nach vorne kommen. Wichtig ist, hier die ein Pokal kriegen, wir machen im Anschluss noch ein Foto von allen zusammen. Platz 8 mit 1362 Punkten, Waldeck Sachsenhausen. Wir kommen jetzt nochmal zu zwei Mannschaften aus der Konkurrenz. Das ist einmal mit 1364 Punkten Gmünden 4. Und mit 1376 Punkten gemeinsam im gleichen Ort Gmünden 3. Punkte Seelengrün 2. So, bitte schön. So, auch jetzt kommen nochmal zwei Mannschaften, die außer Konkurrenz laufen, aufgrund der Anzahl der Doppelstarter. So, jetzt stehen bei den gemischten Mannschaften die Top 5 noch aus. Und ich würde sagen, dass wir es ein bisschen spannender machen, rutschen wir jetzt einmal zu den Mädchenmannschaften rüber. Wir hatten drei Mädchenmannschaften dabei. Auf Platz 3 mit 1382 Punkten Gmünden 1. Jetzt
So, auf den zweiten Platz. Wir überschreiten jetzt zum zweiten Platz auch schon die magische Grenze von 1400 Punkten. Der zweite Platz hat 1401 Punkte. Der erste Platz mit deutlichem Vorsprung 1421 Punkte. Auf Platz 2 mit, wie gesagt, 1401 Punkten, Roma 1. So, dann kommen wir zum ersten Platz bei der Mädchenrettung. Ihr seid es ja fast schon gewöhnt, jetzt hier als erster bei den Mädchen nach vorne zu kommen. 1421 Punkte, kein Fehler im Anteil, kein Fehler im Meter und eine Turmzeit im Anteil von 8 Sekunden. Das ist schon krass schnell. Also von daher mit 1421 Punkten der erste Platz an den Bühnen 3. Nämlich mit 1396 Punkten für den vierten und den fünften Platz. Unterschieden hat es nur der bessere A-Teil, der im vierten Platz war. Auf Platz 5. Ernst aus dem Blau. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Bitte schön. Der Platz 4 ebenfalls mit 1396 Punkten geht an die Mannschaft der Jubiläumsfeuerwehr. 1-1. So, wir haben jetzt die Top 3 noch. In alphabetischer Reihenfolge sind noch Gelübden 2 oder 3 und Seelenlösen 1 im Spiel. Wir haben einmal 1405, 1408 und 1413 Punkte. Das ist nicht weit auseinander, aber es ist auch doch deutlich noch der Unterschied. Auf Platz 3 mit 1405 Punkten, Roter Ball. Auf dem zweiten Platz 1408 Punkte. Gebrücken 2. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und auf den ersten mit 1413 Punkten, es gibt einen Doppelsieg, Seelenbühl 1. Herzlichen Glückwunsch. So, dann danke ich euch allen für die Teilnahme am Wettbewerb. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen